wird doch einer sterben. Ja? Dann erzählen Sie uns doch mal von Ihrem ersten Soloprogramm. Ich glaube, das hieß, wir hatten doch damals auch nichts. Ja. Was trieben Sie da so? Ich habe dann damals bei den Punks halt angefangen, was geil war, weil die haben ihre Wagenburg da gemacht, da gab es keinen Eintritt, den man zahlen musste. Und das war so ein Bereich wie Chamäleon damals. Da haben wir damals ohne Mikrofon noch gesprochen, weil die, glaube ich, noch gar nicht gab oder so. Keine Ahnung. Also das war immer so ein Rahmen, wo man gesagt hat, früher wirklich, das musst du können, da gibt es keine Mikroports. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Aber es macht nichts. Das war das erste Soloprogramm. Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, ich möchte in der Super Molly auch mal mein Programm spielen. Wir hatten ja damals auch nichts. Eintritt 1,49 Mark, weil ich gesagt habe, ich möchte den Leuten auch was zurückgeben. Wenn sie da ihre Mark 50 hingelegt haben. Und das war so in L-Form. Also das war, vorne waren 50 Leute und dann ging das in so ein L rein, wo keiner was gesehen hat, aber da waren nur noch mal 50 Leute, die haben das gehört. Also du hast Sehende und Blinde, ja. Und dann bin ich aufgetreten und hab halt ganz feist gesagt, ich möchte mein Soloprogramm spielen, was nicht existierte. So. Und dann kam dieser Zeitpunkt immer näher, dass ich dachte, jetzt muss ich mir irgendwie im Endeffekt vielleicht sogar noch was ausdenken, was ich denn mache nächste Woche. Und bin dann auf die Bühne und hab der Frau gesagt, die das da geleitet hat, Annika, ich hoffe nur, dass ich auf 60 Minuten komme. Ne? Also 60 Minuten kann ich dir anbieten und dann mache ich das. Und ich hab um mein Leben gespielt und improvisiert ganz viel, bin von der Bühne abgegangen, hatte zeitlich so das Gefühl, ja, das waren jetzt irgendwie vielleicht 57 Minuten und es waren 4 Stunden. Dann war Pause angedacht eigentlich, wo ich dann dachte, nee, wir machen jetzt Schluss. So. Und das war der erste Auftritt. Also der erste richtig gut besuchte Auftritt. Das ist danach natürlich dann erstmal lange, lange Zeit nicht gekommen.